Gemeinsam mit Mitgliedern der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative hatte Beatrix von Storch die Karl-Marx-Büste in Berlin verhüllt. Nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz gegen sie. Es besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, sagte die Polizei. Die Aktion sei nicht angemeldet gewesen. Auf Twitter verbreitete die AfD-Politikerin Aufnahmen von der Aktion. Darauf ist zu sehen, wie sie zusammen mit den Mitgliedern der Jungen Alternative dem Denkmal am Strausberger Platz einen Plastiksack überstülpt. Nach etwa 20 Minuten gaben sie Marx wieder frei. Mit der Aktion wollten sie gegen die aktuelle Rassismusdebatte in Deutschland protestieren. Diese sei zur Bilderstürmerei verkommen und habe die Zerstörung des politisch-kulturellen Erbes zum Ziel, so von Storch. Die Linken würden dabei lediglich ihre Ikone Karl Marx verschonen, sagt die AfD-Politikerin, dessen Namen viele Straßen in Deutschland tragen. Dies sei heuchlerisch, weil Marx ein Rassist und Antisemit war, so von Storch.